tizzy, tizzy. Digga, wir sind busy, busy, busy. Buongiorno, Escobar. Ja, neuer Tag, heute Sonntag. Diesmal besser gewappnet, wir sind bereit. Schalldämmung mache ich dir rein. Noch für den Stream, wir labern nicht so lange, sonst gibt es wirklich so ein langes Stream, Jungs. Wir sehen uns dann heute wieder den ganzen Tag, ne? Wir stehen hier mit bei der Zufahrt schlecht. Kriegen schon wieder Ärger, läuft bei uns. Also, wir sehen uns heute, wir nehmen euch den ganzen Tag mit. Bis gleich dann. So, wir sind ja am E-Sport-Stand heute. Schon noch einige Leute getroffen. Wir haben ja die Jungs, die warten, bis sie hier... Führt Simon schon, da liegt da hinten. Ne? Unentschieden. Unentschieden, ne? Beim Doktor, wie läuft's beim Doktor? Unentschieden, Doktor. Jawohl, Niklas. Jetzt seid ihr mit drin. Alles klar, Jungs? Abonnieren! So sieht's aus. Treue Stuttgart-Fans. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, hola. Doktor Erhano. E-Sportler-Legende. Es geht weiter. Kameramann, Chefs. Auch E-Sportler. Marcel, Malut, kennt ihr auch schon alle. Neuer E-Sportler, Lukas, kann ich abfilmen. Gamertag und hier auch neue E-Sportler. Alle Links auf jeden Fall in der Videobeschreibung, Jungs. Abchecken. Cody, dein Trikot noch. Hallo. Wo gehen wir jetzt hin, Simon? Wir müssen jetzt da raus auf die Bühne, das Legendespiel von denen hier kommentieren. Timo hat einen Puls von 460. Weil ich bin entspannt. Das ist eine Reise. Aber wer sind die Jungs? Wir haben einmal Cody, the Finisher. Von Basel, ne? Dann genau. Marlon und Erhan von VfB. Niklas von VfB, ne? Genau, Niklas ist dabei. Den Lukas. Lukas. Und wo ist die zwei Manager, ganz wichtig. Coach Carlo. Ganz wichtig, die Jungs, wirklich. Also und Ballgefühl ist da, muss man Alessandro, sagen. Ne? Alessandro, ne? Alessandro von Genua. Genua. Der ist er. Ja. Kommt nach vorne, Jungs. Und natürlich auch die Kamera mit dabei. Das ja. Muss natürlich so sein. Ja, herzlich willkommen auch an die Tizi Jungs. Das haben wir vorher gesagt, fünf, eigentlich sechs. Also sie treten ja als Tandem auf, aber wir sind super stolz, dass wir sie auch hier mit heute begrüßen können. Als diejenigen, die uns unterstützen werden. Also sie haben ein riesen Know-how im Bereich FIFA und E-Sports. Aber vor allem auch sind sie riesige YouTuber und bringen vor allem das Thema Entertainment mit in den Bereich E-Sports. Ja, noch ein, zwei Fragen von mir. Die Jungs sehen auch gut aus, sind natürlich perfekt ausgestattet. Auch da eine neue Einkleidung, stimmt's, wenn ich da hinschaue? Ja, wir haben ab sofort die neue E-Sports-Kollektion, also die tragen wir. Sie wird in den Läden sein, so in circa 14 Tagen. Hallo. Ich muss cool für die Cam einfangen, Jungs. Genau, und dieses Bild ist auch in einer. Servus, Jungs. Ich hoffe, ich habe ihn drauf. Wir haben uns schon mal gesehen heute. So, wir sind noch vom E-Sport-Stand hier in der Stuttgart. Der Einzige, der mich am Tag heute besiegt hat, war er. Locker Easy. Locker Easy war es aber nett. Ja, es war ein enges Ding, aber es ist wirklich stark gespielt, was heute der Beste dagegen mich gespielt hat. Und ja, würde ich sagen, wir bereiten jetzt ein Stream vor. Digga. Stark gemacht, ne? Haut rein. Jo. Und let's go. Ciao, ciao. So, Bros, unser Stream geht gleich los, aber dazu müssen wir erstmal vorher noch ins Stadion gleich. Und die Atletico-Spieler und die VfB-Spieler machen sie jetzt auch da warm. Ja, bald drücken wir auf die Uhr, bevor haben wir. Wir haben jetzt 15.44 Uhr. Eine Stunde ist Anpfiff. Genau, da müssten die jetzt auch gleich kommen. Ja, vielleicht erhaschen wir den einen oder anderen machen mit Griezmann, hier den da. Er versucht es auf einmal wieder. Nee, Mann, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Um 16.26 Uhr werden wir nochmal offiziell, glaube ich, vorgestellt. Genau, ja. Richtig geil. Und um 16.10 Uhr läuft auch ein kleiner Clip von uns auf der Leinwand. Wird auch krass.
Und dann nehmen wir euch mit. Let's go, geiler Tag hier. Abfahrt. Giovanni! So, jetzt geht's ab, sind wir ins Stadion. Wir jetzt runter. Die beiden Teamjungs,
3 ausgestochen. Ja, ist so. Hier stellen wir uns später einfach hin in die Mixzone. Wir sehen hier nochmal Ron-Robert Zieler jetzt. Wir haben gerade das Spiel live gestreamt, kam mega bei euch an. Und ja, jetzt sind wir hier draußen. Wir sind eigentlich beim Stream jetzt auch am Ende. Wir sehen hier nochmal, es ist schon krass, dass wir einfach hier in der Mixzone sind. Vielleicht kurz ein bisschen. Jetzt gerade Live-Commentary. Warten wir noch ein bisschen, vielleicht können wir noch eine Kleinigkeit erhaschen von ihm, ja. Und dann beenden wir gleich den Stream, ne? Ach, das würde ich sagen. Ich beende den Vlog, waren geile Tage hier auf jeden Fall. Ich glaube, ja, hier gibt es wirklich Ärger. Waren wirklich, wirklich richtig geile Tage. Ich würde sagen, wir beenden den aber draußen hier. Oder? Ja, ja, wir gehen dann draußen. Ja. Hier ist zu laut und zu leise und alles zugleich. Am Ende von unserem Vlog hier angekommen. Ja, war ein mega geiler Tag, den wir heute beim VfB Stuttgart, ja, zwei mega geile Tage, die wir beim VfB Stuttgart hatten. Nochmal kurz zusammengefasst, wir sind beim VfB E-Sports Team, also haben dort unterschrieben, natürlich nicht als E-Sportler, genau, nicht als E-Sportler, sondern so als Supporter, sage ich mal, für den Verein im Social Media Bereich. Aber natürlich, wir können auch mit den E-Sportler Stars, ja, können wir auch trainieren und das werden wir auch machen, um uns in FIFA 19 auf jeden Fall zu verbessern. Ich denke, es werden noch geile Projekte auf euch zukommen, wie zum Beispiel der Stream, der dann am Wochenende war vom VfB, habt ihr richtig gut angenommen und auch, es waren sehr viele Leute da, die Bilder gemacht haben, es war wirklich krank, Jungs. Es war der Support von der TZ Army, ja. Hab sogar die vom VfB gesagt, Jungs, ja, es ist ja Ihr müsst euch das vorstellen, das soll jetzt nicht irgendwie geschwollen klingen, aber wir gehen einfach aus dieser Mixzone raus, ja, und ihr schreit mehr bei uns wie bei manchen Fußballprofis. Ja, genau, also wirklich, also no Respekt abgehoben an euch, oder so. Ja, Respekt an euch. Da seht man mal, was ihr wirklich in der Lage seid. Und es gibt coole Projekte, Simon hat schon gesagt, einfach nur den E-Sports-Bereich mit aufbauen, mit unterstützen, coole Projekte abfahren. Keine Angst, wir sind keine E-Sportler. Nee. Wir sind einfach da, Jungs, für Party, für die Unterhaltung Action. Einfach. Ihr kennt uns. Auch hier, auch der Junge mit der Behinderung, ja. Der Niklas, der ist so aufgeblüht, es hat so viel Spaß gemacht mit ihm, ne? Den hier lachen zu sehen und so, Jungs. Deswegen sind wir hier, deswegen nehmen wir euch mit. Hat sich mit den Jungs eine Freundschaft, sag ich mal, ist da entstanden und sind einfach alle beim VfB wirklich so herzlich. Und ich meine, ich bin ja eh schon, Jungs, ihr wisst, ich bin VfB-Fan, seit ich denken kann. Und für mich ist es wirklich das Allergeilste. Also das, vielen Dank an euch, dass ihr uns sowas ermöglicht. Wir sind auf jeden Fall ultimativ stolz auf das, was wir erreicht haben, dank euch. Bei so einem großen Verein für ein Jahr zu unterschreiben, ist wie ein Profivertrag für uns. Freut uns einfach mega. Du hast die Wette mit deinem Vater gewonnen. Ich habe die Wette gewonnen. Grüße gehen raus, Vater, den Zehner kriege ich noch, weil ich habe einen Profivertrag unterschrieben. Und ich würde einfach sagen, damit sind die zwei Tage beendet. Wir wissen nicht, wie lange der Vlog jetzt wurde. Genau. Aber wir haben auch ein paar Profis hier eingefangen. Ihr habt es gesehen. Wir sind raus. Liebe geht raus. Einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schreibt uns eure Meinungen dazu, was ihr von uns sehen wollt, vielleicht im VfB, was ihr für Videoideen habt, helft uns dabei, Jungs, eine geile Zeit zu machen. Oder schreibt auch, ob ihr da wart, habt uns gesehen, schreibt mal alles drunter, haut rein, ciao. War geil! Boah, hat mich schwindelig.